Herr Dankl, das Lächeln ist im Gesicht festgetackert. Sie haben mit einem Gewinn gerechnet, aber mit so einem? Ja, es ist natürlich die Freude bei uns total groß. Wir waren selber davon überrascht, dass wir so stark dazugewonnen haben. Ich war bis jetzt mit einem Mandat ein einzelner Oppositionsgemeinderat im Stadtparlament. Jetzt haben wir uns verneunfacht, wie es ausschaut. Das ist natürlich ein schöner Rückenwind, um auch in den nächsten 5 Jahren, in der Zeit nach der Wahl, beim Thema leistbares Wohnen dran zu bleiben. Jetzt haben ÖVP und FPÖ vor dieser Wahl vor einem sogenannten Linksblock gewarnt. Jetzt hat, wie es derzeit ausschaut, die SPÖ und die KPÖ zusammen 20 von 40 Mandaten. Wird es diesen Linksblock jetzt geben? Also die Erfahrung zeigt, dass sehr viele Beschlüsse mit wechselnden Mehrheiten getroffen werden. Wir sind als KPÖ Plus dafür angetreten, dass wir auch die Salzburger, die nicht superreich sind, die sich vielleicht von der Politik gar nicht mehr gehört fühlen, dass wir denen eine Stimme geben wollen. Wir sind dafür angetreten, dass man die steigenden Wohnkosten einmal ein Stück weit in den Griff wieder kriegt. Da werden wir schauen, wer da mit dabei ist. Kurz vor der Wahl hat es ja gute Ideen von vielen gegeben. Wir werden hoffen, dass das nach der Wahl auch ernst gemeint ist und sind dann natürlich für die Zusammenarbeit da gern da. Auch für Sie eine kurze Frage, von wem wollen Sie in der Stichwahl die Stimmen bekommen? Ich glaube, das geht quer durch. Wir haben auch ehemalige ÖVP-Wähler, die dieses Mal KPÖ Plus gewählt haben, weil sie gesagt haben, die großen Parteien haben sie einfach enttäuscht. Es ist Zeit, einmal was zu wählen, was nicht etabliert ist. Leute, die genug haben von Freundalwirtschaft und die sagen, warum nicht einmal ganz was anderes? Warum nicht jemand, der sich verlässlich für Soziales einsetzt? Würden Sie Ihr ganzes Geld auf Sie setzen? Ich bin jemand, der generell nicht gern wettet oder spekuliert. Ich finde, spekulieren ist beim Wohnen fehl am Platz, auch in der Politik. Schauen wir und lassen wir uns überraschen. Danke, Herr Dankl.